الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, alles Gute mit Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Hol ihr Glaubt, fürchtet Allah, so ich ihn gebührt, ihn zu fürchten, und sterbt nicht anders denn als Muslime. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat, und diejenigen, die vor euch erschaffen, diejenigen, die vor euch waren, erschaffen hat, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat 99 schönste Namen, und einer dieser Namen ist Al-Hakim, was im Allgemeinen im Deutschen übersetzt wird mit der Allweise. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch seine Diener oder seinen Dienern angeordnet, Weise in ihrem Umgang mit anderen Menschen zu sein und auch in ihren Taten weise zu sein und auch wenn es darum geht, andere Menschen zum Islam einzuladen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, rufe auf zum Weg deines Herrn mit Weisheit. Und die Frage, die sich nun stellt, ist, was bedeutet denn die Weisheit auf Arabisch Al-Hikmah und was ist damit wirklich gemeint und was ist der Status ihrer Wichtigkeit? Wie wichtig ist die Weisheit? Beginnen wir mit der letzten dieser drei Fragen, die lautet, was ist die Wichtigkeit oder welchen Stellenwert hat die Weisheit bei uns in unserer Religion? Es genügt zu wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich als der Hakim bezeichnet hat, der Allweise. Und diese Eigenschaft ist eine der Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala, wie wir in mehr als einem Vers im Al-Quran al-Karim nachlesen können. Allah Azza wa Jal, wenn wir über seine Eigenschaft der Weisheit sprechen, dann bedeutet sie in Bezug auf ihn zum Beispiel oder unter anderem das Folgende, dass er über alle Dinge Bescheid weiß und dass er sie alle auf die beste Art und Weise erschaffen hat, in vollkommener Perfektion und Exaktheit und Genauigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich die Weisheit selbst zugeschrieben und er sagte, er gibt die Weisheit, wem er will. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir alle wissen, dass bevor er entsandt worden ist, ist einmal ein Engel zu ihm hinabgestiegen und man hat ihm seine Brust geöffnet und man hat sein Herz mit Weisheit gefüllt. Weisheit, liebe Geschwister, bedeutet mit anderen Worten, die Religion richtig zu verstehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, für den Allah Gutes will, den lässt er seine Religion richtig verstehen. Weisheit ist ein Wort, das sowohl das Wissen als auch das Handeln nach dem Wissen zusammenfasst. Weisheit ist ein Wort, das sowohl das Wissen als auch das Handeln nach dem entsprechenden Wissen zusammenfasst. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Eigenschaft der Weisheit hochgelobt, als er sagte, er gibt die Weisheit, wem er will, und derjenige, dem die Weisheit gegeben worden ist, dem ist fürwahr viel Gutes gegeben worden. Weisheit ist eine Methode, zu Allahs Religion einzuladen, unter der alle anderen Methoden Platz finden. Und Weisheit ist auch wie ein Gegenstand, wie der Gegenstand einer Person, die etwas verloren hat und danach sucht. Für den gläubigen Menschen ist sie so. Der gläubige Mensch, sobald er die Weisheit irgendwo vorfindet, egal ob er sie bei seinem Freund oder bei seinem Feind vorfindet, so ist er derjenige, der das erste Anrecht darauf hat. Weisheit hat so einen hohen Stellenwert in unserer Religion, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in einer Überlieferung, Neid darf es nur in zweierlei geben. Neid darf es nur in zwei Dingen geben. Oder man kann es auch anders übersetzen und sagen, Neid darf es besonders in zwei Dingen geben. Und ihr wisst den Unterschied zwischen der erlaubten Form des Neides und der verbotenen. Die verbotene ist die, wenn man das dem anderen nicht gönnt. Und die erlaubte ist diejenige, wenn man es dem anderen auch gönnt. Und der Prophet sagte, alaihi salatu wasalam, die erste Person ist jemand, dem Allah Vermögen gegeben hat und der es dann vollkommen aufbraucht im Guten. Das heißt, er gibt es alles aus für gute Zwecke. Und der andere ist jemand, dem Allah Weisheit gegeben hat und so handelt er ihr entsprechend und urteilt auch ihr entsprechend. Was wir erreichen müssen, und jetzt kommen wir zur zweiten Frage, was ist mit Weisheit eigentlich gemeint?
Denn es gibt ein falsches Verständnis, das im Umlauf ist bei einigen Menschen, in dem sie denken, dass Weisheit bedeutet so viel wie weich sein, freundlich sein, sanftmütig sein, schmeicheln, wenn es um die Wahrheit geht, zu schweigen und so weiter und so fort. Das heißt, manche Leute denken, Weisheit beinhaltet nur ganz bestimmte Kriterien. Wie zum Beispiel, dass man immer freundlich mit anderen Menschen umgeht, dass man immer sanftmütig mit den anderen umgeht, dass man niemals laut wird, wenn man mit anderen Leuten spricht. Manche Leute denken, das ist alles, was mit Weisheit gemeint ist. Andere sogar gehen ein weiteres Extrem, indem sie sagen, Weisheit bedeutet schmeicheln und Weisheit bedeutet zu schweigen und nicht die Wahrheit zu sagen. Natürlich sagt das keiner mit seinen Worten, aber mit den Taten sehr wohl. Und andere sogar denken, dass das Gute zu gebieten, das Schlechte zu verbieten, dass das im Widerspruch zur Weisheit steht. Weisheit in Wirklichkeit, liebe Geschwister, hat verschiedene Bedeutungen, die wir in der arabischen Sprache, durch die arabische Sprache erfahren und auch durch den Koran al-Karim. Eine der Bedeutungen der Weisheit ist, abhalten, wenn man das so übersetzen kann, abhalten. Denn die Weisheit hält denjenigen oder hält den weisen Menschen davon ab, etwas zu tun, wofür er im Nachhinein dafür getadelt wird oder wofür er oder weswegen er nachher Reue empfinden wird. Das heißt, vor Verbotenem in erster Linie hält einem die Weisheit ab. Weisheit, liebe Geschwister, kommt im Koran al-Karim an verschiedenen Stellen vor und wurde interpretiert als die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn wenn wir lesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten den Koran und die Sunna und die Hikma gegeben hat, die Weisheit gegeben hat, dann haben manche Tafsir-Gelehrte gesagt, mit der Hikma ist hier die Weisheit gemeint. Denn wie soll denn der Prophet, denn woher willst du denn wissen, wenn Allah im Koran sagt, dass du beten sollst, wann du beten sollst, zu welchem Zeitpunkt du beten sollst und wie du beten sollst, all dies lernen wir durch die Sunna und deswegen ist es die Weisheit, weil wir dadurch lernen, wie wir etwas auf die richtige Art und Weise und zum richtigen Zeitpunkt machen können. Die Sunna im Koran kommt auch vor in der Bedeutung das Prophetentum, An-Nubuwa, oder auch das Wissen, oder auch die Perfektion, die Exaktheit, die Genauigkeit, das Erfolg verleihen, dass man die Dinge so sieht, wie sie wirklich sind, dass man volltreffliche Taten darbringt, dass man Unrecht abwehrt und dass man etwas zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Art und Weise macht. Und all dies sind natürlich ähnliche Definitionen, die im Endeffekt alle auf dasselbe hinauskommen. Und wir können zusammenfassend sagen, dass Weisheit bedeutet, das Richtige zu sagen, zu tun und zu glauben. Das Richtige zu sagen, zu tun und zu glauben. Oder dass man alles zum richtigen Zeitpunkt macht, auf die beste und perfekte Art und Weise. Dadurch, durch diese Definition, wissen wir nun, liebe Geschwister, dass Weisheit eben nicht nur bedeutet, Sanftmütig und Freundlichkeit und Bedachtsamkeit und Vergebung und so etwas in diese Richtung, sondern es beinhaltet diese, die ich gerade eben erwähnt habe, diese Eigenschaften und noch mehr als das. Weisheit bedeutet, alles auf perfekte Art und Weise zu machen, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es gerne hätte. Und dass man Weisheit, oder Entschuldigung, dass man Ermahnung zum richtigen Zeitpunkt anwendet, dass man den schönen Disput zum richtigen Zeitpunkt anwendet, dass man den Disput mit jemandem Ungerechten auf dem richtigen Zeitpunkt anwendet, dass man jemanden tadelt, dass man Härte anwendet, Strenge anwendet, das Schwert anwendet, all diese Dinge zum richtigen Zeitpunkt anwendet. Das ist, was mit Weisheit wirklich gemeint ist. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, und disputiert nicht mit dem Volk der Schrift, es sei denn auf die schönste Art und Weise, außer diejenigen von ihnen, die ungerecht geworden sind. Und deswegen gibt es fast kein Wort auf der Welt, das so Unrecht erfahren hat, wie der Begriff der Weisheit im Namen der Weisheit. Viele Menschen haben diesen Begriff missbraucht. Auch Leute, die der Da'wah zugeschrieben werden. Und es ist ein Sammelbegriff geworden für jeden Menschen, für den es schwierig ist, auf As-Sirat al-Mustaqim, auf dem geraden Weg zu bleiben. Deswegen sagen sie, man muss weise sein, in Wirklichkeit ist damit leider sehr oft anderes verbunden, als die Weisheit, von der Allah subhanahu wa ta'ala im Koran spricht.
Gemeint ist oft damit, dass man Abstand nimmt von Elementen der eigenen Religion, dass man sozusagen oder dass man sich schämt oder dass man einen Teil seines eigenen Gesetzes ablehnt und dass man jemanden, der sich versucht, an die Weisheit zu halten, verunglimpft. Weisheit, liebe Geschwister, ist ein hoher Posten, den man nicht so einfach erlangen kann, und Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der sie hergibt. Und es gibt einige Säulen der Weisheit. Genauso wie Säulen des Islam gibt, gibt es Säulen auch für die Weisheit. Und dazu gehört in erster Linie Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ist die Aufrichtigkeit und die Gottesfurcht, dass du das für Allah, dass du Allah subhanahu wa ta'ala als Ziel hast und niemanden sonst. Und, die zweite Säule ist das religiöse Wissen. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Weisheit im Zusammenhang mit dem Wissen erwähnt. Er sagte, und erwähne Lot, dem wir Weisheit und Wissen gegeben haben. Denn Wissen allein reicht nicht aus, wenn du es nicht richtig anwenden kannst. Und mit dem Wissen in dieser Aya ist natürlich gemeint das Wissen um Allah subhanahu wa ta'ala, um seinen Namen, um seine Eigenschaften, um das, was er im Koran an Gesetzen herabgesandt hat. Drittens, der Verstand. Denn der Verstand ist derjenige Ort in deinem Körper oder ist derjenige Stelle, wo sich die Weisheit befindet. Allah subhanahu wa ta'ala sagte und wies darauf hin, als er sagte zu Al-Baqarah, er gibt die Weisheit, wem er will. Und derjenigen, dem er die Weisheit gegeben hat, der hat fürwahr viel Gutes bekommen. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala die Aya mit dem folgenden Satz beendet. Und nur diejenigen, die Verstand besitzen, begreifen. Und nur diejenigen, die Verstand besitzen, bedenken. Und dadurch wissen wir, dass die Weisheit denjenigen Menschen gegeben wird, die Verstand haben. Viertens, Bedachtsamkeit. Bedachtsamkeit bedeutet, dass man nicht zu voreilig ist, sondern dass man sich erst vergewissert, bevor man etwas glaubt, bevor man etwas einfach annimmt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns dazu aufgefordert. Fünftens, Erfahrung. Erfahrung, liebe Geschwister, Erfahrung in diesem Leben ist wertvoller als die besten Zeugnisse. Und deswegen sagte Muawiyah ibn Abi Sufyan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein und ihn zufriedenstellen, er sagte, nur jemand, der Erfahrung hat, kann weise sein. Nur jemand, der Erfahrung hat, kann weise sein. Diejenigen Menschen, die die beste Erfahrung und die vollkommenste Weisheit haben, sind die Propheten. Sie haben zuerst einmal die Schafe gehütet und danach haben sie Erfahrung durch die Menschen gesammelt. Und deswegen sagte der Prophet Musa alayhi salatu wassalam zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wasallam in der Nachtreise, deine Umma wird es nicht schaffen, 50 Gebete zu verrichten, denn ich habe das schon mit den Menschen versucht und ausprobiert. Deswegen kehre zu deinem Herrn zurück und bitte ihn um Erleichterung für deine Umma. Und sechstens, liebe Geschwister, die sechste Säule und letzte, ist, dass man darüber nachdenkt, über die Gesetzmäßigkeiten Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wie ist er in der Vergangenheit mit den Menschen umgegangen, denn genauso wird er subhanahu wa ta'ala auch mit den Menschen später umgehen. Und deswegen sagte Allah Azza wa Jalla im Quran al-Karim, wollen sie denn nicht oder reisen sie denn nicht auf der Erde umher, sodass sie Herzen bekommen, mit denen sie begreifen. Reisen sie denn nicht auf der Erde umher, sodass sie Herzen bekommen, mit denen sie begreifen. Also ist der Verstand und die Weisheit in deinem Herzen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala uns aufgefordert, entweder wirklich auf der Erde umherzureisen oder zumindest darüber nachzudenken, was die Menschen vor uns getan haben, und dass man so von der, Erfahrung der Menschen vor uns waren, profitiert. Am besten geht es, indem man die Geschichten, die Qasas des Quran al-Karim liest, wie von Nuh, von Lut, von Ad, wie von Thamud und so weiter und so fort. Dann weiß man, was Allah subhanahu wa ta'ala von einem will und was er von einem nicht möchte. Und mit Sicherheit ist die beste Art und Weise, dass man Allah azza wa jalla um Weisheit bittet, denn er ist derjenige, der sie gibt. Er sagte, er gibt die Weisheit, wem er will. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns von dieser Weisheit zuteil kommen lässt, denn er ist der Allweise und derjenige, der die Gebete erhört. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.